Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren AM6 Video. Wir möchten heute die Ergänzung zu dem vorherigen, zu dem letzten Video führen. Wir haben ja im letzten Video den 50er Ersal Racing abgebaut, haben den 70er No-Name Zylinder verbaut, also Hersteller, Typ und alles unbekannt. Scheißegal, Kolben ist größer als der 50er. Sie hat mehr Leistung. Warum die ganze Geschichte hier überhaupt abläuft, habt ihr auch im ersten oder im vorherigen Video schon mitbekommen. Ich möchte schauen, was die Originalkurbelwelle vom AM6 Minarelli Motor aushält. Das ist für mich super Testzweck, da ich mit dem Motor noch etwas anderes vorhatte. Aber da möchten wir ein anderes Mal drauf eingehen. Jetzt wird nur getestet, hält die Originalkurbelwelle 70 Kubik aus oder hält sie es nicht aus. Im letzten Video haben wir, wie gesagt, einfach nur alles abgebaut, haben sie zum Laufen gebracht, haben gemerkt, sie ist komplett überfettet, sie ist komplett falsch eingestellt. Und jetzt in diesem Video möchte ich mit euch zusammen einfach nur mal schnell den Vergaser runternehmen, mal schnell reinschauen, was für eine Nadel haben wir, wo ist die Nadelstellung, was für eine Nebendüse und was für eine Hauptdüse haben wir. Dann wollen wir mal kurz die ganze Geschichte magerer stellen und wollen natürlich dann mal sehen, wie sie läuft. Ich habe natürlich nach dem letzten Video konnte ich natürlich die Finger nicht ruhig halten und musste natürlich direkt mal fahren mit einem komplett uneingestellten Vergaser, Zylinder auch ganz frisch. Ich spule euch das mal kurz ein und dann könnt ihr euch mal ganz kurz davon überzeugen, dass der Vergaser hinten und vorne nicht gepasst hat. So, wie ihr sehen konntet, liege ich natürlich vollkommen richtig. Vergaser passt hinten und vorne nicht. In diesem Sinne würde ich vorschlagen, wir reißen jetzt zusammen den Vergaser raus, schauen mal rein und dann gucken wir mal, wie es da drin aussieht. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Vergisst natürlich nicht zu liken, zu kommentieren. Macht die Klingel an, wenn ihr noch kein Abonnent des Kanals seid, werdet doch Abonnent, würde mich mega freuen. Aber lange Rede, gar keinen Sinn, wir legen los, bis gleich. So, natürlich ist das Geile an der ganzen Sache, dass natürlich überall schon die Schrauben und alles fehlen. Das ist natürlich sehr vorteilhaft für uns. Ja. Also ich nehme jetzt erstmal den Tank runter und dann switchen wir direkt mal rüber zum Vergaser. So, keine Minute später ist die Geschichte abgebaut. Also ihr seht schon, ist wirklich alles sehr eng bemessen hier, auch mit dem Luftfilter. Ist natürlich jetzt absolut nicht mein Favorit, dieser Luftfilter. Aber wie ihr seht, habe ich keine andere Wahl. Ich muss diesen Luftfilter fahren. Gut, hauen wir die Geschichte runter. Natürlich kurz am Rande den Shop nochmal zu erwähnen. Die ganzen Parts, die ihr jetzt seht, gibt es natürlich auch bei uns im Shop. Scooterattack.com logischerweise. Die Leute, die hier zuschauen sollten, wissen, worum es geht. Denkt natürlich auch an meinen Gutscheincode. Ne? Ich kann es nicht so oft erwähnen. Damit supportet ihr mich und ermöglicht mir natürlich solche Spielereien hier. So, dann haben wir den Vergaser auch schon. Hier haben wir noch das Einlasssystem vom Stage 6. Mitunter eins meiner Favoriten hier. Mir gefällt das einfach extrem, die Anordnung. Und natürlich klar, orange eloxiert. So. Hier haben wir einen 24er. Dieser war vorher auf der Twin drauf. Da sind jetzt zwei neue Vergaser. Hier. Stage 6 Tassen, auch bei uns im Shop. Kann ich nicht oft genug erwähnen, Leute. Also ich würde jetzt so aus dem Stegreif sagen, Nebendüse passt eigentlich. Dennoch sehen wir mal nach, was hier jetzt Phase ist. Ja, das liebe ich ja, wenn der Düsenstock mit rauskommt. Hier haben wir die beiden Düsen. Und da wollen wir doch jetzt mal kurz checken, was wir für Düsen haben. Nebendüse haben wir 40 und Hauptdüse 135. Alter, wer macht denn sowas? Junge, Junge, Junge. 135, jawohl.
haben wir denn? Aha, okay, ich glaube, ich weiß, warum 135. Weil das wohl das kleinste war, was ich hier habe, oder? Okay, also wir hätten jetzt theoretisch eine 125er. Das wären auf jeden Fall schon mal 10 Nummern kleiner. So, ich suche jetzt hier gleich mal, ich suche hier mal alles ein bisschen zusammen. So, Freunde, ich habe jetzt ein bisschen recherchiert. Und zwar hatten wir jetzt den kurzen Düsenstock mit der langen Düse. Und zu dieser, oder zu diesem Düsenstock habe ich nur alles über 115. Ich wollte aber gern unter 115, weil die halt echt schon extremst zu fett war. Das haben wir ja gehört in dem Fahrtvideo zu Beginn des diesen Videos. Ich habe jetzt denselben Düsenstock nochmal, ja, aus dem Vergaser. Und dieser Düsenstock ist für die kürzeren Düsen. Ja. Da habe ich jetzt eine 110er. Also wir sind jetzt im Prinzip von 135 dann runter auf 110. Drauf geschissen. Jackpot. Gut, dann geht die ganze Geschichte retour. Naja, jeder Mensch hat so seine Position, Anführungsstrichen. So, Nadel checke ich jetzt mal noch nicht. Bleibt jetzt mal alles so, wie es ist. Es bleibt alles so, wie es ist. Hat er auch gemerkt, untenrum hängt sie eigentlich ganz gut am Gas. Das heißt, sie lief auf jeden Fall nicht zu fett oder zu mager. Kann aber natürlich sein, dass ich die Geschichte noch abändern muss. Aber für mich war es jetzt einfach nur mal wichtig. Die Hauptdüse zu ändern. Naja, so wirklich viel Saft ist da jetzt nicht mehr drin. Aber naja, wir gucken jetzt einfach mal, was sie denn macht und ob ihr das Ganze gefällt überhaupt jetzt so. Ach, scheiß doch drauf. Sag mal so, eigentlich sollte sie schon da sein, oder Freunde? Naja, kann jetzt natürlich auch sein, dass die gerade überhaupt gar keinen Sprit bekommt. Weil das eben mit dem Düsenstock doch nicht so harmoniert.
man jetzt hier? Ja, Freunde, also das ist schon mal wesentlich geiler. Okay, Nebendüse passt halt jetzt nicht mehr, wie ihr gemerkt habt. Sobald im Sterngas ist, ich direkt drauf will, hat sie zu wenig Sprit. Würde sie sich verschlucken, würde sie stottern und würde dann in die Drehzahl fallen. Dadurch, dass sie ja ein mega Ansauggeräusch hat in den kurzen Takten, sagt mir, dass sie in dem Moment zu wenig Sprit bekommt. Das heißt, Nebendüse mal von 40 auf 42 hoch und dann mal sehen, was passiert. Das Ganze ändere ich jetzt nochmal. Nebendüse gehe ich jetzt auf 42 hoch. Dann baue ich die ganze Geschichte nochmal retour. Und ja, ich würde vorschlagen, im nächsten Video fahren wir dann auf jeden Fall. Ja. Ja, was soll ich sonst noch dazu sagen? Das passt wunderprächtig. Ich gehe jetzt eben noch hoch mit der Nebendüse. Und im nächsten AM6 Video werden wir zusammen fahren, werden das Ding mal zusammen testen und gucken, ob was geht und ob die Kurbelwelle die ganze Geschichte aushält. Natürlich merken wir das nicht innerhalb von 10 Kilometern, da müssen wir schon ein paar Kilometer draufknallen. Aber früher oder später sollte die Kurbelwelle im Arsch gehen oder sie hält es aus und dann habe ich die ganze Geschichte widerlegt. Ja? Also, in diesem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen diesem Video. Wie zu Anfang diesen Videos schon erklärt, wer kein Abonnent ist, darf das gerne werden. Würde mich mega freuen. Liken, abonnieren, Klingel an. Sir Kenny ist out. Bis zum nächsten Mal. Ciao.